In your face. What's poppin', Leute? Willkommen zu einer neuen Folge In Your Face. Und heute wieder mal, wir zwei, it's just the two of us. Basti, the beauty Dorit, du hast ein bisschen dein Bart getrimmt, sehe ich gerade, ne? Du bist heute irgendwie fresher. War irgendwas? Kann es sein, dass du vielleicht gestern im Fernsehen warst? Johnny Boy, was geht ab? Zuallererst muss ich dir leider mal sagen, Hut ab vor deinem Effort. Dir geht's nicht so gut. Du schaust richtig scheiße aus. Du hustest rum. Hast richtig. Ja, du schaust einfach richtig verballert aus. du schaust. muss man einfach mal so sagen. John, ich habe ein bisschen Bart getrimmt. Das stimmt. Ich habe auch gestern gemerkt. Ne, ich stand vorm Spiegel, Alter. Und hab so ein bisschen rumgeschnippelt. Digga, ich krieg graue Haare im Bart, ne? Das ist tough. Und das ist dir erst jetzt aufgefallen? Ja, ist mir natürlich schon vorher ein bisschen aufgefallen, aber jetzt wird's langsam... Also sag mal so, du hast es vorher ignoriert und jetzt ist es einfach offensichtlich. Jetzt ist es offensichtlich, aber weißt du, was ich glaube? Also ich glaube, Frauen stehen drauf. So ein bisschen, ne? Weil der Schweini beispielsweise, unser guter Freund Schweini, der hat sich ja früher immer absichtlich, als er noch nicht grau war, hat er sich absichtlich graue Haare gefärbt. Ne? Nein. Es war Silber. Weiß ich nicht, ob er das besser macht. Ne? Oder Weißkolor, wie man es vorher genannt hat. Nein, aber du hast recht. Ich habe gestern Einsatz gehabt für dein. Ich durfte in schöne Tübingen fahren. Ja, ins schöne Tübingen. Wo ich auch schon lange nicht mehr in der Halle war. Ich war schon lange nicht mehr da, weil die waren ja jetzt auch 5 Jahre in der zweiten Liga. Und die haben gestern gegen Oldenburg gespielt. Und ich dachte mir so, wird es jetzt ein geiles Spiel? Ja. Weiß ich noch nicht. Ne? Und dann kam ich an und dann hieß es, okay, 4 Stammspieler bei den Tübingern verletzt, 4 Stammspieler bei den Oldenburgern verletzt. Dann sage ich, okay, das sind Voraussetzungen, die ändern das Ganze so ein bisschen. Ja. Weil bei den Oldenburgern sehr wichtige Spieler für die verletzt waren. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn jetzt Tübingen hier eine geile Energie findet, und das ist ja auch immer so ein Spiel als Underdog, feierst du ja solche Spiele, weil du kannst befreit aufspielen vor heimischem Publikum, es ist immer gute Stimmung auch in Tübingen. Übrigens, Tübingen muss man auch mal sagen, die haben einen geilen Fanblock. Ja, es ist nicht so eine Klatschpappengesellschaft, sondern auch ein bisschen assi. Ja, da fliegen auch mal ein paar unschöne Wörter zu den Gegnern. Das lässt man ja ab und zu mal so ein bisschen vermissen in den deutschen Hallen. Ja, genau, das wollte ich dich gerade fragen. Wie ist es für dich als Spieler, wenn du wüst beschimpft wirst? Ist das eher motivierend? Geil, ne? Das fand ich auch immer geil. Ja, das ist immer so, wenn alle auf dich hassen, dann ist jetzt erst recht Vollgas. Ja, ich meine, natürlich, okay, ich bin immer kein Fan davon, wenn es zu krasse Beleidigungen sind, weil, keine Ahnung, wir wollen ja auch so Kids in der Halle haben und es ist einfach irgendwie immer so ein bisschen uncool, ja. Aber am Ende, mich hat es immer angestachelt. Ich weiß noch, in Gießen war das damals. Alter, da hast du... Aber das kenne ich auch noch da, diese... schön klein, kompakt, ne? Die halbe Halle steht dort, ne? Also wirklich, das ist schon. Es hat immer Spaß. Und Hagen natürlich. Hagen auch, da freue ich mich. Ich freue mich dieses Jahr in der Pro A, da spiele ich ja auch in Hagen und in Gießen. Da wird es auf jeden Fall abgehen. Aber nochmal zurück auf Tübingen. Die sind dann rausgekommen in das Spiel und haben losgelegt wie die Feuerwehr, Alter. Junge, die haben im ersten, wenn ich mich nicht irre, im ersten Viertel haben die direkt... Hat's geregnet, ne? Hat's geregnet, oder? Hat's geregnet. Die haben insgesamt in der ersten Halbzeit 7 von 8 Dreiern getroffen. Javon Jackson, der Topscorer der BBL, 4 von 4 im ersten Viertel. Brutal. Was dann aber crazy war, der hatte 2 schnelle Fouls, wurde dann ausgewechselt und dachte so, okay, wie geht jetzt die Tübinger damit um? Und da kam so ein Backup-Point Guard, ne? Ganz unscheinbarer Typ.
Natürlich mit der besten Trikotnummer der Welt, mit der Nummer 10. Ja, da wusste ich schon, okay, das ist ein geiler Atze. Na, ich denke mal so, dass Leute, meine Theorie, Leute, die beim Basketball die Nummer 10 tragen, waren einfach zu schlecht für Fußball. Halt die Fresse. War das so? Du hast auch erstmal Fußball gespielt, oder? Ich habe erstmal Fußball gespielt, aber ich bin erst dann beim Basketball, habe ich mit der 6 angefangen und habe dann erst die 10 genommen. Ja. Ja, jetzt erzähl die richtige Story. Wahrscheinlich war die 10 nicht frei. Oder es gab es nicht in deiner Größe. So. Ja, das war ja früher wirklich so, ne? Dass du hast angefangen. So. Es wurde ja bei der 4 hat es, glaube ich, begonnen. Ne? Ja. Malen Trikotsätze waren ja entweder 3 oder 4 bis 15, ne? War ja, ja, genau. So. Und dann waren ja 3 bis 6 war so Größe M. Dann genau. Bis 10 Größe L und dann wurde es halt immer, ne, und am Ende, und das hat sich ja auch gewandelt. Früher, das ist ey, auch brutal, früher haben sich ja alle um die großen Hosen gestritten. Ja, also ich, selbst ich als kleiner Spieler wollte ja eine XL-Hose haben, damit das baggy ausgesehen hat. Ne? Das Schlimme ist halt immer, da gab es ja keine, also die Nummern waren immer irgendwie gleich, aber in den Hosen gab es keine Zuteilung. Das heißt, die als erstes da waren, die haben halt die Hosen geschnappt. Und es war immer so ein Kampf mit Diskutiererei von den großen Jungs und so. Aber da gab es halt einen Trick früher, den kann man jetzt nicht mehr anwenden, weil das die Zeit nicht mehr geändert hat. Aber ich habe schön die Sachen immer von Mutter und Vater waschen lassen. Das heißt, ich konnte immer, als ich mal die Trikots setzte, konnte immer eins zur Seite tun. Ja, clever. Clever. Ich hatte natürlich die 3XL-Hosen. Aber das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, dass sich das komplett gewandelt hat. Jetzt will ja jeder so enge Hosen wie möglich haben, ne? So, die schneiden sich sogar noch die Hosen irgendwie kleiner. Also, das war doch beim Dennis Schröder auch so, oder nicht? Ja. Also jetzt will ja jeder möglichst viel Bein zeigen, ja. Gut, du könntest übrigens auch viel Bein zeigen. Für alle Zuhörer, ne, die den John ja auch, wenn man mal Bildmaterial sieht, meistens nur sein wunderschönes Gesicht und seinen dicken Ranzen sieht, der hat Beine unfassbar. Also was der wegsquattet, ne, ey, unfassbar, der Junge. I never skip the leg days. Also, du betreust ja auch so einen ehemaligen NFL-Spieler, ne? Wie heißt der nochmal? Chris Isiala, deswegen bin ich ja jetzt auch hier in Berlin, aber das können wir später zu erzählen, erstmal weiter beim Spiel. Also genau, der hat gesagt, du hast Footballerbeine, hat er gesagt, ne? Nee, das hat er nicht gesagt, aber das sagen wir, also. Ja, ich wollte dir jetzt ein Kompliment machen und eine Vorlage. Er hat gesagt, ich habe Running Back Beine. Oh, okay. Ja, das ist nochmal cooler. Okay, aber ey, lass uns nochmal kurz zum Spiel zurückkommen. Auf jeden Fall Javon Jackson dann runter. Dann kam dieser geile, der heißt Gianni Otto, ne? Nummer 10. Kleiner weißer Point Guard mit so einem Schnurrbart, ja. Direkt bei dir oben drüber, ne? Und der hat dann das Kommando übernommen und war so ein richtig geiler, klassischer Oldschool Point Guard, hat alles im Blick gehabt, hat 12 Assists am Ende gespielt, maßgeblich beteiligt, dass am Ende wirklich die Tübinger die Überraschung schaffen konnten und die Oldenburger nach Hause geschickt haben mit einer Niederlage. Man muss auch die erste Heimsieg, ne? Erster Heimsieg für Tübingen, die haben jetzt 3 gewonnen, was schon mal ein guter Schritt in Richtung Klassenerhalt ist. Deswegen, ja, das war mein gestriger Sonntag, bin dann auch erst wieder wirklich ziemlich spät nach Hause gekommen und habe mich dann direkt vor die Glotze gehockt. Ja. Ey, und ne, ich weiß, ich werde jetzt belächelt, aber du warst ja schon mal bei mir zu Hause. Ja. Mein Fernseher ist ja eine wirkliche Frechheit. Bitte was? Ne? Bitte was? Dein was? Ja, also man kann es ja nicht mal Fernseher nennen, ne? Also Leute, bevor du weiter sammelst. Also, ich behaupte einfach mal, 95% von unseren Zuhörern, die noch irgendwie einen Computer haben, also nicht nur Laptop, weiß ich meine, deren Monitor, deren Screen ist größer wie dein Fernseher. Weißt du, ich meine, weil das ist ja, was ist das, Anno 1860 oder was? Ne, wir haben mal hier mit Nantu, mit meiner Frau, haben wir mal, das ist nämlich ihr Fernseher, ich hatte aber den gleichen, der müsste so um die mindestens 15 Jahre alt gewesen sein.
Aber er hat funktioniert. Und wir haben ja immer darauf gewartet, wir haben wirklich darauf gewartet, dass er irgendwann mal nicht mehr funktioniert und dass du dann das rechtfertigen kannst, dass du einen neuen Fernseher holst. Ich habe zu den Kindern gesagt, so ey, ja, wenn ihr da vorbeilauft, bleibt mal kurz dran hängen, schmeißt das Ding runter, da haben wir einen Grund. Alles nicht passiert. Aber, ja, es hat mich jetzt dann irgendwann richtig genervt. Und dann habe ich mich locken lassen. Ja, war ja letzte Woche diese Black Friday Week, ne? Hab ich mich einfach locken lassen. Nicht dein Ernst. Hast du? Hast du? Ich verstehe es, viele werden jetzt sagen, oh, wie dumm ist der denn? Das ist ja nur Volksverarsche. Aber ich hab zwei Deals gemacht. Meine Spülmaschine war kaputt. Also ich habe wirklich eine Spülmaschine gebraucht, ne? Und da habe ich einen richtig geilen Deal gemacht, ne? Man darf jetzt hier keine Werbung machen, aber ich habe ein deutsches Markengerät zu einem richtig guten Preis bekommen. Siemens. War ich schon mal da und dann dachte ich mir, komm, nimmst du jetzt auch noch eine Glotze mit? Und hab mich dann gestern vor diese Glotze gehauen, als ich nach Hause gekommen bin. Und hab natürlich Sonntagabend auf ProSieben Max ran NBA geguckt. Hab mir das Moment Spiel mal, eine Frage gezogen. Ganz kurz. Wo steht denn jetzt deine Glotze? Wo die alte war? Und hab die wieder umgestellt? Ja, im Moment steht noch am Boden, weil das Ding ist so groß, ja, das passt nicht auf mein Regal da, sondern ich muss es an die Wand hängen. Hab schon eine Wandhalterung. Also für die Zuhörer, Familie Doritz Fernseher. Ihr müsst euch vorstellen, das ist irgendwie so eine Couch. Die haben die umgestellt, so länglich. Und irgendwo auf der Seite da, weißt du, so, irgendwo so lieblos war dann der Fernseher. Das war ja auch... Der war so alt, dass ihr habt nicht wirklich drauf Fernsehen geschaut, ne? Nein, aber das ist auch schon bei uns gewollt, dass der Fernseher, der wird da immer noch in der Ecke hängen, weil wir wollen den nicht so im Mittelpunkt haben, ne? Ja, aber das ist ja nicht in der Ecke, das ist ja wirklich so. Ja, jetzt beruhig dich mal, mach hier mal nicht alles madig, weil wisst ihr, wenn man beim John reinkommt. Dann ist alles, was man sieht, nur der Fernseher. Also du hast gar keine andere Chance, wegzugucken. Man sieht einfach nur den Fernseher. Ich brauche auch kein Licht, Alter. Nee, du brauchst kein Licht. Du musst einfach nur die Glotze anmachen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nach Hause gekommen, auf die Couch gefletscht und dann das Spiel angeguckt. Portland Trailblazers waren zu Gast bei den Milwaukee Bucks. Und ja, ich sag mal so, war ja auch kein ganz unumstrittenes Spiel, weil das ist ja der ehemalige Verein von Damian Lillard, der seit dieser Saison mit Giannis bei den Bucks zockt. Da dachte ich mir, ja, könnte eine interessante Partie werden. Boah, Digga, also ich sag mal so, ne? Es war phasenweise anstrengend und Portland war irgendwie 26 vorne. Ja. Und dann bin ich irgendwann von der Couch ins Bett gewandert und habe dann so auf dem Handy das nochmal so ein bisschen verfolgt und es wurde dann wieder eng. Und ich so, oh, okay, iPad rausgekramt, im Bett dann nochmal kurz geguckt. Im letzten Viertel, Alter, hat aber Giannis und Dame mal richtig aufgedreht und dann haben die das Spiel noch gedreht, von minus 26 auf plus 6 am Ende, 108 zu 102. Die beiden zusammen... Aber jetzt mal ganz kurz, 6-9, also das hast du ja in der NBA öfters, dass so Riesendistanzen halt noch irgendwie verloren werden. Ey, da rastet man doch aus, oder nicht? Weil guck mal, sowas also hast du ja in der Bundesliga kaum. In der Bundesliga hast du es kaum, wenn mal sowas passiert, dann wird es medial direkt so ausgeschlachtet. In der EuroLeague habe ich auch sowas halt, soweit ich mich erinnere, kaum gesehen. Also eigentlich gar nicht. Also, nicht so wirklich, so mal so 10, 15, sowas halt, ne? Aber was sagt das aus, wenn man, also ich meine, man führt mit 26, da kann doch nicht sein, dass die, haben die abgeschaltet, haben die anderen losgelegt, warum haben die davor nicht losgelegt? Das ist doch irgendwie auch ganz komisch, oder nicht? Ja, ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, wenn man, klar, ich kann nachvollziehen, dass man mal 26 Punkte hinten ist. Ja. Weil dann, du hast halt so einen Tag, wo nichts läuft, keine Ahnung, Verletzungen etc. Aber als Mannschaft, die in Führung liegt, du darfst es halt nie darfst es halt nicht mehr hergeben, das Ding, ne? Also keine Chance. Aber ja, du hast recht, in der NBA passiert das schon öfters. Und was ich aber dann schon auch geil fand, weil, ne, ich finde es halt mega, dass ProSieben jetzt irgendwie wieder NBA-Spiele live zeigt. Und ich dachte mir so, oh,
Die kriegen aber nicht so wirklich die Knallerspiele. Jetzt war es schon eins der besseren Spiele von den Setups her, ne, von den Stars. Aber dann dachte ich mir so, oh, scheiße für ProSieben auch. Die haben eh jetzt, der Start der Sendung habe ich nur so gehört, ich habe keine Zahlen. Dass es jetzt nicht die Mega-Quoten sind, vor allem nicht die Quoten, die sie sich so erhofft haben. Und dann dachte ich, okay, das Spiel trägt jetzt nicht dazu bei. Aber muss man den Bucks hoch anrechnen, dass sie dann jetzt auch nicht gesagt haben bei minus 26, okay, Giannis und Dame, ihr setzt euch jetzt mal auf die Bank, wir resten euch für das nächste Spiel. Ja. Nee. Die sind drauf geblieben, die haben produziert und am Ende den Sieg geholt und deswegen war das dann schon in Ordnung. Ich glaub auch, dass Dame das nie zugelassen hätte, sich da auf die Bank setzen zu lassen. Weißt genau, ich meine? Aber ich meine, das zeigt so ein bisschen auch seinen Charakter so, das finde ich echt ganz geil. Die sagst ja, die bei Dame ist ja auch einfach, ich finde es halt echt schade, dass die in Portland es nicht geschafft haben, ihn ein Team aufzubauen. Weißt du, ich meine, die hatten so oft, so lange eine Chance gehabt, ihn ein Team aufzubauen. Mit McCallum war das schon irgendwie so, klar, dass das Duo, aber das war irgendwie vom General Manager irgendwie, also das war halt irgendwie nicht ganz geil. Deswegen, das finde ich auch schade, weil ich glaube, dass der Dame, der wäre so ein Typ gewesen, der halt bis Karriereende in Portland geblieben wird. Aber so ein Spieler, so ein guter Spieler, der wird auch wahrscheinlich ein Hall of Famer. Weiß ich meine? Also, wenn er jetzt einen Titel holt, safe, würde ich halt sagen. Und da ist auch so, wo ich halt auch sage, auch als Fan, wir sind ja beide so ein bisschen die Romantiker, dass wir dann auch sagen, okay, Bruder, wechsel und hol dir einen Ring. Oder versuch dir da einen Ring zu holen. Weißt du, weil gerade jetzt ist ja Portland komplett auf Rebuild, so, ne? Ja, und vor allem bist du halt auch, ich meine, Dame ist jetzt auch keine Anfang 20 mehr. Ja, von daher musst du schon schauen. Und wenn der wird natürlich auch ganz anderen Einblick haben, ne? Wenn der ungefähr weiß, was da geplant ist für die Zukunft, dann verstehe ich den Wechsel. Ja, so allgemein, wir haben ja gesagt, wir quatschen heute mal so quer durch NBA. Ich hab mal noch eine Frage noch da. Schieß los, mein Lieber. Bei Run Basketball, ne? Run Basketball, ich dachte schon, ich habe mich versprochen. Das ist, wie findest du es denn? Ich meine, klar, ich habe schon wieder so ein bisschen so gehört, natürlich, was man hier eins erklären muss, ist, dass natürlich die immer Sonntag ausstrahlen und die Spiele nehmen müssen, die am Sonntag halt auch kommen. So, ne? Und da ist halt nicht so wie jetzt bei der NFL, wo die sich halt Anfang der Saison aussuchen können, welche die Top-Spiele sind. Deswegen siehst du ja bei NFL sehr viel Eagles, sehr viel Kansas City Chiefs, die früher im Finale waren. Hier ist einfach so, die müssen es halt nehmen, was halt da ist, und müssen das dann halt versuchen, irgendwie cool zu machen. Was sagst du allgemein dazu? Weil ich fand zum Beispiel, ich bin ja heute im Hotel, ne? Also ich habe ja jetzt, sieht man ja jetzt auch vielleicht, wenn man die Leute, die uns halt ein bisschen auf YouTube sehen, also das sieht auch hier alles sehr anders halt aus. Hast du dir wieder was gegönnt, ne? Das ist ein teures Hotel, so schaut es auch. Keine Ahnung, der Kunde hat es gegönnt. Was für ein Kunde? Für wen bist du da? Also ich bin hier mit den, wie du vor eingangs gesagt hast, ich hab ja hier so ein Talent, also diesen Chris Isala, der Footballer ist. Und wir haben hier so quasi einen Werbedreh mit Dr. Pepper hier in Berlin. Dr. Pepper, das ist so ein Ding, das habe ich jahrelang nicht getrunken, das habe ich wieder getrunken. Und ich muss sagen, also das schmeckt anfangs, bis das dann immer mal wieder nicht schmeckt, dann lässt es wieder so ein Jahr, zwei und dann, obwohl aber, ja, keine Ahnung, also. Ja, greif mal ein paar Dosen ab. Ich habe das auch schon lange nicht mehr getrunken. Früher war das sowieso, ja so, das war hier ewig USA. Teuer, ne? Ja, vor allem, ich habe es halt immer damals halt aus den Army-Base immer bekommen. So, weißt du? Ja, deswegen war auch verschiedene Geschmacksrichtungen wahrscheinlich, ne? Ja. Das aber für alle Zuhörer, wirklich, wir werden nicht von Dr. Pepper bezahlt. Wir quatschen. Achso. Nicht, dass ihr denkt, hier ist eine Produktplatzierung oder so. Nee. Ja, aber ey, falls ihr Bock habt, ne? Wir haben eine Menge Platz für eure Produkte und für eure, vor allem für eure Kohle. In meinem Geldbeutel ist eine Menge Platz für eure Kohle. Ah, pass mal auf, also das dürfen wir erst ab, ich glaube, ab nächste Woche, übernächste Woche anteasern. Oder wir können das jetzt schon anteasern, oder? Ah, nee, teasern wir es nächste Woche an. So dieses was willst du anteasern? Egal. Machen wir nächste Woche. Auf jeden Fall sind wir hier und ich war ja gestern, ich habe dich ja angerufen und meinte so, ey, ich weiß nicht, wann du nach Hause kommst, aber ich bin halt einfach tot, so weiß ich mal, weil ich habe jetzt auch die ganze Nacht kaum geschlafen, alles nicht bei mir gewesen, wenn ihr mal seht, hier, schaut mal her, alles voll mit Taschentüchern.
Hast du deine Nasendusche dabei? Hundertprozentig. Ist mein Wegbegleiter. Ich bin ja bei sowas halt richtig extrem. Die Leute machen sich ja über mich lustig. Ich habe immer dabei, also vor allem jetzt, weil im Winter und vor allem im Sommer wegen oder Frühjahr wegen Heuschnupfen, immer Nasendusche dabei. Ich habe meine elektrische Zahnbürste dabei. Dann habe ich meinen elektrischen, wie so Zahnseite mit Wasserdruck, so, ne? So ein Ding habe ich dabei. Ey, ich bin da schon ein bisschen eitel bei sowas. Also vor allem, was so Hygiene angeht. So. Also wenn das Oral-B oder keine Ahnung, wie diese Marken heißen, ja, die elektrische Zahnbürste. Ey, wir suchen Werbepartner und vor allem, wir haben hier jemanden wie den John, der das auch wirklich exzessiv anwendet. Aber ich sag dir eins, ich bin auch ein großer Fan von Nasendusche. Also das ballert zwar das ziemlich geil, krass, ne? Ins Hirn rein, ja, aber Nasendusche ist was sehr, sehr Feines. Ey, auf jeden Fall, ich kam halt hier an, Hotel, und dachte mir so, schalt einfach mal hier den Fernseher an. Weil ich schaue ja zu Hause nie normal Fernsehen, also eigentlich gar nicht. Und ich habe ja immer so League Pass, Game Pass, alles. Also scheiße, ich mache mal die ganze Zeit nur Werbung für die ganze Scheiße, egal. Auf jeden Fall, das ist schon geil, wenn du dann hier liegst und im Free TV Basketball siehst. Also ich finde es schon geil. Und vielleicht müssten wir mal unseren Homie Alex Schlüter mal einladen hier in die Geschichte, in den Podcast, damit er mal ein bisschen erklärt. Also ich habe schon viel gehört, dass es viel Gemecker ist, aber man muss auch immer eins sagen, es ist der Anfang, weißt du? Wir sind jetzt zum ersten Mal seit über Jahren, also ich kann mich noch erinnern, wo das auf Free TV war. Die meisten Leute, die jetzt Basketball spielen, die können sich gar nicht daran erinnern, ne? So, das ist halt so wie, die kennen keinen anderen deutschen Meister wie der FC Bayern München, so ist das ungefähr mit dem Free TV. Und deswegen sage ich ja, muss man halt da dem eine Chance geben und vor allem immer im Hinterkopf haben, dass sie halt nicht die geilen Spiele aussuchen können, weil die teilweise an dem Sonntag nicht spielen. Also ich glaube, Playoffs und so wird es halt wieder anders sein. Ja, und man muss natürlich auch sagen, sie haben halt nicht anstelle von Icke jetzt einen John Angulo im Studio und sie haben anstelle von Alex jetzt halt nicht einen Basti Dore da sitzen. Ja? So. Deswegen, es braucht halt alles einmal ein bisschen Zeit. Ne? Sei mal so. Ich glaube, der Schlüter wird halt sagen, wenn der Dorit die Karriere beendet, bekommen die uns einen Doppelpack. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die den Basti haben wollen, weil ihr wisst ja, Leute, Basti, der ist ja überall gefragt. Magenta, Dein, Dasen, was weiß ich, Zweitliga-Portal, sämtliche Podcasts, die wollen ihn bestimmt auch haben. Und mein Homie, mein Bruder wird sagen, ihr kriegt mich nur, wenn Angulo mal auch am Start ist. Bei uns gibt es nur einen Doppelpack. So. Trademark. Nee, aber wie gesagt, ey, da, ich glaube, das sollten wir einfach mal so nach hinten verschieben und dann einfach mal, weil der Schlüter hat schon gesagt, dass er hier in den Podcast reinkommen will. Er soll mal reinkommen. Alles, ja, genau, und das alles mal von ihm erklären lassen. Weil wie gesagt, also ich bin halt ganz anders, nicht so wie sehr viele im Land, dass die immer direkt alles niederreden, weil man muss auch mal der ganzen Sache eine Chance geben, so, weiß ich meine, so, weil aber ja, das ist natürlich halt gestern halt geil mit dem Spiel. Ich bin währenddessen natürlich eingepennt, ja, weil es natürlich irgendwie eindeutig war, aber aber ja, sind wir mal bei der NBA jetzt, ne, weil wir jetzt hier sind. Ich habe jetzt letztens eine Statistik gesehen, aber auch nur, weil mich halt ein Kollege aus den Staaten halt quasi darauf aufmerksam gemacht hat, weil er meinte, who the fuck is Mo Wagner? I thought he's starting five player. Nein, habe ich gesagt, das sind Brüder und auch keine Twins, weil nämlich der Mo Wagner ist gerade auf Platz, man rankt ihn gerade auf Platz 5 zum besten Six-Man. Geil. Die Sache ist halt die, let's talk about it, ey. Ist es möglich, dass er mit Orlando Magic, die grandios spielen, mit dem jungen Team, wir haben die mal vor, ich glaube vor drei Wochen mal oder vier Wochen haben wir mal gesagt oder so, das wäre ein spannendes Projekt und ich habe halt mal gesagt, seit Shaq und Penny ist das heißeste Duo, das auch
ganz heiß. Die stehen auf Platz 2. Plus mit den Six Man, der jetzt auch ordentlich geballt hat. Ne? Also in 20 Minuten, wie viele Punkte hat er gemacht? Irgendwie. Ich glaube, er hat 27 in 25 Minuten oder so. Irgendwie sowas, ja. Was sagst du dazu? Also haben die Deutschen, und wir kommen auch zu anderen Deutschen, ja. Ne? Bringen die Weltmeister den Weltmeister-Swag in ihre Teams? Also in der NBA definitiv, ja. Also ich meine, du hast Dennis in Toronto, der geile Zahlen auflegt, der eine gute Rolle hat. Die gewinnen jetzt noch nicht. Ja, also die sind so lala im Osten, würde ich mal sagen. Aber die Wagner Bros, ja, ich meine, Franz hat, ich glaube, letzte Nacht, ja, ich glaube, in der Nacht auf Sonntag hat er wieder 30 gemacht. Nee, gestern Nacht. Ja. Bin mir gar nicht sicher, ne? Es geht ja so schnell. Hat er wieder 30 gemacht. Der absolute Superstar da dieser Mannschaft. Natürlich neben Paolo Banchero. Aber ich sag mal so, es ist nicht umsonst, dass, das ist nämlich auch ein interessanter Fakt, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der junge Mann bald ziemlich, ziemlich viel Asche verdienen wird. Weil er kann, ja, einen sogenannten Supermax oder was weiß ich, wie die Dinger heißen, unterschreiben, wo dann im Raum stehen, dass er über 4 oder 5 Jahre über 200 Millionen verdienen kann. Wenn einfach mal in den oder 6 Jahre dann mehr verdient als Dirk Nowitzki in seiner ganzen Karriere, oder wie? Ja, man sagt ja, glaube ich, dass Dirk Career Earnings irgendwie so 300, 350 hat, ne? Ich schau mal ganz schnell nach, ja. Und wenn du dann mit einem Schlag direkt in die Reichweite von so jemandem kommst und dann automatisch, darf man ja auch nicht vergessen, zu einem der bestverdiensten deutschen Sportlern aller Zeiten wirst, ja. Weil diese Summe, da kommen ja auch die Fußballer nicht ran. Also eins ist klar, wenn er den Max-Contract unterschreibt, gibt es keinen, der in diese Richtung hat, in der kürzesten Zeit. Die einzigen, die, wenn überhaupt eine Chance gehabt hätten, wären Martin Keimer, also im Golfsport halt eher, so weiß ich meine, und Bernhard Langer, aber das ist, aber da kennst du dich besser aus. Ja, Schumi und Konsorten. Ach ja, stimmt, ah, ja, Formel 1 gibt es ja auch. Pass auf, Career Earning in 21 Saisons hat Dirk Nowitzki 251.646.000 Euro, Dollar verdient. Also kann unser Francie, unser Berliner, das dann einfach mal mit dem Max Contract halt, ist ganz nah dran. Also, je nachdem, was der unterschreibt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr wild. Weißt du, wer dann aber ein Riesenproblem hat? Ja. Der DBB. Weil der muss ja die Gehälter versichern. Ja. Ja, viel Spaß dabei, ja. Ne? Du hast ja, wenn wir kurz mal mit DBB bleiben, du hast ja mich angerufen, verzweifelt, ja? Ja. Das ist ja völlig irre, liebe Zuhörer, was jetzt kommt. Ich meine, du hast mich angerufen und gesagt so, ey, weißt du, wo ich DBB-Trikots herbekomme? Und ich so... Lass mich das mal erklären, weil das ist eigentlich, was dieser Weltmeister-Effekt eigentlich bedeutet und wie das halt wieder kaputt gegangen wird. Also, ich habe einen Kunden, der macht bei uns eine Weihnachtsfeier bei mir im Laden. Und die Sache ist halt, die sind natürlich, also wirklich komplett random. Das ist ein Unternehmen, das hat so mit Basketball und so, die Leute, die haben eigentlich nichts damit zu tun. Die kamen an und haben gesagt, John, weil das ist ein Kunde, auch schon so ein längerer Kunde von mir. Die haben auch letztes Jahr bei mir im Penthouse gefeiert und jetzt sind die im Rodman und die haben halt gesagt, John, wir wollen eine Basketball-Weihnachtsparty machen. Und ich so, wie Basketball-Weihnachtsparty? Ja, unsere Weihnachtsparty soll alles auf Basketball sein, weil auf Deutschland sein, weil wir sind so stolz, weil das ist Company. Sprache ist dort halt, es ist Englisch
Und die so, ja, nee, wir wollen jetzt halt hier Deutschland und bla bla bla, so und so. Und ja, unter anderem kommt auch Steffen Hamann engagiert, dass er einfach da ist, dass der einfach nur so erzählt, so, weißt du, ich meine. Und dann wollten die natürlich, dass die Mitarbeiter alle so Trikots anhaben und was weiß ich alles und alles mit Deutschland, Trikots geframed, alles auf Deutschland und Basketball. Wo ich dachte, so, wo ich bei dem ganzen Gespräch, in dem ganzen Meeting, habe ich nichts aufgeschrieben, gar nichts. Ich hatte Pipi in den Augen so innerlich gehabt und dachte mir, wie geil ist das denn? So, ich war voll euphorisiert, ich fand es auch geil. Und ich glaube, ich habe dir es doch mal erzählt, oder nicht, ne? Und auf jeden Fall ging es dann darum, ich wollte Trikot kaufen und die ganzen Trikots gibt es nirgendwo mehr. Ja, das ist das, was ich meine. Du hast mich angerufen, meinst so, ey, wo finde ich Trikots? Und dann sage ich so, ja, ey, keine Ahnung mehr. Ich weiß, Kicks hatte mal welche, der DBB-Fanshop hat mal welche. Geh doch einfach rein. Er so, Brudi, es gibt außer bekackte Größen, gibt es einfach nichts. Stopp. Nicht bekackte Größen, sondern es gab es nur, das habe ich dann auch gemacht, weil ich glaube, dann, also ich verarsche quasi den Kunden. So. Ich habe halt 2 Oscar da Silva Trikots in S und M bekommen. Ne? Oscar da Silva wahrscheinlich bei Kicks vielleicht so im Hintergrund. Kicks ist ein Münchner Unternehmen und Oscar da Silva ist aus München so. Und er hat auch bei Kicks IBAM gespielt, so quasi. Deswegen haben die wahrscheinlich das genommen. Und ein Franz Wagner XXL-Trikot und das war's. Also wirklich, ob das jetzt halt bei Kicks war nix, bei Peak war keins, so oder halt 41 Tage Lieferzeit und so weiter. Und dann konntest du bei Peak, konntest du den Namen nicht finden. Und bei Peak gab's dann nur noch Damengröße, so, weiß ich meine. Ich habe noch ein paar Dore-Trikots, wenn du welche brauchst. Du, das wollte ich dir nicht sagen, aber ein Dore-Trikot wird geframed. Wir hängen. Und ich habe mich kurz aufgeregt, dass wir halt diese Auktion gemacht haben, dieses Gewinnspiel, weil das hätte ich alles gebrauchen können. Aber grundsätzlich ist es doch schon geil, dass die Leute so ein Hype in den Hype-Train sind, so weißt du? Ja, ey, brutal. Aber dann denke ich mir so, Leute, ja. Wie zum Teufel kann es sein, dass in der jetzigen Phase, ich meine, hier, jetzt gerade Black Friday Week, whatever, alle kaufen irgendwie Geschenke, weil ja bald ist ja Weihnachten, du keine Trikots zur Verfügung hast. Sorry, wie willst du denn Geld machen? Bevor irgendwelche Schlaumeier hierher kommen und sagen, oh, Black Friday ist eh immer alles weg. Nein, das war eine Woche vor Black Friday, wo ich dich gefragt habe. So, weißt du, so. Ja, und selbst also, dann, ich meine, musst du ja wissen, dass da der Run kommt. Das heißt, du kannst ja sold out gehen. Also du kannst nicht kurz vor Weihnachten sold out gehen. Willst du mich verarschen oder was? Ja. Also ich habe jetzt gehört, weiß gar nicht mehr von wem, dass sie irgendwo in irgendeinem Hafen festhängen. Keine Ahnung, ja, aber trotzdem, das ist schon wieder ein Armutszeugnis und ganz ehrlich, nochmal zu dem Thema so, DBB hat kein Geld. Es gibt schon auch Gründe, warum der DBB kein Geld hat, aus meiner Sicht. Ja, weil, ja, ey, das ist einfach auch ein Stück weit Business, ja, und das machen sie da halt einfach nicht gut. Sorry. Also, oder soll vielleicht der Oliver Bierhoff zum DBB? Ja, der hat wenigstens... Der hat da Ahnung. Der ist ja jetzt irgendwie Berater von den Patriots oder irgendwie sowas. Ne? Ja, vielleicht kann er auch mal den DBB beraten. Die können sich nur, glaube ich, seine Gage nicht leisten. weil ich glaube, der bekommt mehr Gage von den Patriots als unsere Weltmeisterprämie für den größten Titel im deutschen Basketball. Und zwar pro Monat mehr, wie die zusammen. Der Tagessatz. Der Tagessatz ist die Prämie. Ist die Prämie schon raus oder dürfen wir die so sagen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ey, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die Prämie schon raus ist. auf jeden Fall, lass uns nochmal bei den Nationalspielern bleiben. Wir haben ja über Franz und Moll gesprochen. Brutal, sehr geil. Wäre natürlich überragend, wenn irgendwie ein deutscher Spieler da in Reichweite kommt, eventuell für Best Six Man irgendwie. Okay, mein Hot Take. Die Wagner-Brüder schafften was Historisches. 2 Awards zu den Familien. Most Improved Player, Franz Wagner. Best Six Man, Mo Wagner.
Das ist natürlich, das ist ein sehr, sehr heißer Oder Take, ja. ich. Den kann ich jetzt so noch, so mutig wie du bin ich einfach nicht. Den kann ich jetzt noch nicht mitgehen. Leute, ich Aber habe ich glaube, Deutschland als Weltmeister getippt. das stimmt. Du bist das Orakel. Du bist das Orakel des deutschen Basketballs. Aber ich glaube, ey, da können vielleicht unsere NBA-Nerds, die da draußen sind, uns vielleicht mal bis zur nächsten Folge aufklären. Ich glaube nämlich, dass der Franz, um diesen ganz krassen Contract zu bekommen, muss er entweder, er muss irgendwas werden, entweder All-Star oder irgendwas, glaube ich, musst du werden. Kann es sein? Ja, weißt du Boah. auch nicht. Aber die Nerds da draußen, die werden uns aufklären. Ich weiß nur, dass das beim Luca halt war, dass der der Erste war, der so, glaube ich, so einen krassen Contract unterschrieben hat. Okay, gut, der war ja, das ist ja, was er ist, ich meine, das wissen wir ja alle, ne? Dass er kein Ja, wirklicher. ich glaube, du musst irgendwie so ins All-NBA First, was weiß ich, oder Ja. Second Team irgendwann mal reinkommen. Egal, das wäre ein anderer Spieler, über den wir ja auch schon gesprochen haben, der endlich von alleine gelassen wurde, wo es den Trade gab. Daniel Theis ist ja zu den Clippers gekommen, hat da mit Indiana einen Buyout-Deal vereinbart und ist dann zu den Clippers gekommen, wo er nur für ein Minimum spielt, glaube ich. Und seitdem Daniel da ist, ja, Läuft besser. vier Siege aus den 5 Spielen. Er spielt direkt viel. Er hatte auch schon ein Spiel, wo er an die 20 Punkte gemacht hat. Und das haben wir ja immer gesagt, ne? So Spieler, die werden einfach überall eigentlich gesucht in der NBA. Ja. So Spieler wie der Daniel, der einfach gut reboundet, gut verteidigt, der den Ball nicht in seinen Händen braucht. Solche Ja. Spieler brauchst du halt neben diesen vier Superstars. Ich glaube, natürlich kommt noch hinzu, dass Russell sich auf die Bank gesetzt hat, freiwillig. Und gesagt hat, er kommt von der Bank. Ich glaube, das hilft denen schon auch. Aber Daniel Theis war, glaube ich, schon so ein Puzzleteil, das sie gesucht haben. Und es Ja. ist natürlich geil, dass es jetzt so funktioniert für die. Vor allem, wenn du sagst Minimum, ne? Minimum ist auch nochmal 2,179 Millionen. Ja, also das wird man schon nehmen, oder? Guck mal, die Sache ist halt die, ne? Ich hab mir auch mal überlegt, ich habe mich mal ein bisschen auch informiert, ne? So, weil wir dachten so, warum ist er jetzt nicht zu den Toronto Raptors gegangen? So, warum Clippers und so? Und ich habe halt jetzt gehört, dass klar die beiden halt auch im Gespräch waren, nur sich halt Clippers viel mehr bemüht haben. Und bei Clippers ist es auch, glaube ich, entweder ist schon oder die werden noch einen Big cutten. Deswegen spielt er dort. Und bei Raptors war das halt mit Poeltl so, was ich meine. Deswegen war, glaube ich, halt da bei den Raptors, die hatten schon Interesse. Natürlich durch Dennis halt, weil die dachten, okay, das ist das Team. Aber halt, ja. Deswegen ist er zu den Clippers gegangen. Also. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Und ich denke, wenn er so weitermacht, dann wird er sich für einen Anschlussvertrag empfehlen oder für einen Ja. Vertrag bei anderen Mannschaften. Ja, auf jeden Fall schön zu sehen für den Jungen, Ja. weil du gesagt hast, so, ey, die Weltmeister produzieren. Ja. Er produziert Ich bin auch. das mal gerade durchgegangen, so, ne? Wir hatten ja letzte Woche David Krämer im Podcast, der übrigens, habe ich vorhin auch nochmal nachgeguckt, die haben wieder gewonnen. Und er hat auch mal ein paar Dreier getroffen, hat 12 Punkte gemacht, also. Glückwunsch, David. Aber ganz, ganz kurz, bevor du da weitergehst. David Krämer, finde ich persönlich, ist nach dem Podcast nicht nur viel sympathischer, aber ich habe so viel Respekt vor den Jungen, so was sein Mindset angeht, was das Ja. auch für ein Vorbild ist, so wie er Sachen angeht und so. Dann wirklich, da können sich wirklich Big Shoutout, da können sich wirklich paar junge Spieler wirklich mal eine Scheibe abschneiden und nicht immer hadern, 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 hadern und immer und ach nee, ach nee, ach nee. Auch die Gesellschaft, finde ich, ne? Also das Oh ist nicht ja. nur, sondern die Gesellschaft nicht immer meckern und das, was man hat, noch Ja, schlechter alle wird, wollen noch sie was schlechter wird. geschenkt bekommen Genau. hier. Weißt du, du musst ackern, ne? Ja. Und dann, was ich halt geil finde, auch mal anzuerkennen, dass man mal scheitern kann, ne? Also ich meine, Scheitern gehört So. ja im Leben dazu. Ja. Und, Daraus lernt man. dann zu sagen, so, ey, aber ich habe trotzdem alles gegeben, aber hat halt nicht funktioniert, dann muss ich mich auch nicht drüber aufreden. Und dann Nee. kann ich mich, ich finde, wenn man das hat, ne?
dann ist man auch, wir Deutschen sind ja oft so Neider, ne? Wir gönnen ja einem gar nichts. Und ich Hater, finde, leider. das kommt daher auch, weil die Leute nicht dafür ackern. Und wenn du dafür ackerst und du schaffst es nicht, dann fällt es dir auch einfacher, dem anderen, der es dann vielleicht geschafft hat, das zu gönnen. So, ne? Weil du sagst so, ey, ich habe alles dafür gemacht, so ich bin mit mir im Reinen, alles gut, ne? Genau. Aber. Und das ist halt eine Message, die so brutal, und ich meine, wir haben mit ihm geredet und da haben wir schon gesagt, so, oh. Und ich habe mir die Folge nochmal komplett reingezogen und dachte mir so, ey, krass, was ein Typ, was ein Vorbild, das eigentlich viel zu kurz erwähnt wird und das auch leider nicht medial halt von den anderen halt aufgenommen wird, weil wahrscheinlich viel zu klein oder keine Ahnung was oder passt nicht. Aber diesen Mindset, der ist halt top. Der einfach, wie du selber sagst, ey, solange du dein Bestes versuchst und alles, was in deiner Macht steht, halt dafür gibst, was zu erreichen. Und wenn du halt scheiterst, dann lernst du raus, aber mach weiter. So. Und das finde ich halt krass als Profisportler auch noch so. Weißt du, ich meine, so, wenn man, das ist quasi so, du bist ausgeschlossen, aber kämpfst. Hier ist immer so, wenn man noch nicht mal ausgeschlossen ist, sondern wenn man halt irgendwie ein bisschen Gegenwind bekommt, ah, der Trainer, ah, der Dings, ah. Und Ja, du findest immer obviously, einen Schuldigen. Du findest immer ja. einen Schuldigen. Aber egal, deswegen noch mal ein kleines Shoutout an Kramer Baby. Definitiv, Alter, war geil. Also, er als Weltmeister kommt ins Laufen. Du hast JT, der eine Macht ist für Alba Ja, Berlin. Auch ja. die strugglen leider so. Die haben gestern wieder verloren gegen Ludwigsburg, aber er hat wieder 29 oder 27 gemacht, bin mir nicht ganz sicher. Aber dann für mich, das ist eigentlich eine Kategorie, die wir mal einführen könnten, ne? So der Alman MVP der Woche, wenn wir Jo! könnten wir eigentlich einführen, der Alman MVP der Woche, meine Damen und Herren, der kann nur an Maodo gehen. Boy, der war heiß. Der war heiß. Willst du Oh, mich shit! verarschen? Ich weiß nicht, hast du das Spiel Alter! gesehen? Ich hab's auf den Highlights gesehen, und nachdem ich das auf den Highlights gesehen habe, habe ich halt so, ich habe einen auf zwischen 14 und 21 gemacht. Und dann fand ich es halt so geil, dass ich mir das Spiel nochmal so Reingezogen hast. reingezogen habe. Digga! Also pass mal auf, ne? Erstmal, Mailand struggled. Struggled, ja, in der Euroleague, in der Liga. Großer Verein, auch viel Druck und so, ne? Maodo kommt dahin ja im Sommer. Ne. Verletzt sich direkt nach der WM. Boah, ist eigentlich das Schlimmste als Spieler, wenn du irgendwo in eine neue Situation kommst. Und du dich direkt verletzt, weil du brauchst ja eine gewisse Zeit, um reinzukommen und um alles kennenzulernen, die neue Philosophie, die neue taktischen Herausforderungen anzugehen. Konnte er alles nicht machen. Aber vielleicht für ihn mein Take gar nicht so schlecht gewesen, weil er war natürlich auch platt nach der WM. Ja, Wie jeder. wie jeder. Dann kommst du da an, verletzt dich erstmal und kannst erstmal durchatmen, dir das von außen anschauen. Ja, und dann war es für ihn, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass die am Anfang, als er noch nicht gespielt hat, viele Spiele verloren haben. Der schaut sich das von außen an, was der Mannschaft vielleicht fehlt, etc., was die Philosophie von der Legende Coach Ettore Messina ist. Und kommt jetzt hier rein, ja, hat am Anfang auch ein, zwei Spiele natürlich gebraucht, Um reinzukommen, genau. aber jetzt, er ist der Starting Point Guard. Er spielt seine Show runter, ja. Und was er dann da in, muss man ja vorstellen, Das wollte ich gerade sagen noch. bei Roter Stern, also ist ja nicht irgendeine Halle, ja, sondern das ist bei Roter Stern Belgrad, volle Bude, ja, kranke Stimmung. Und der zockt da einen auf, ice cold. Am Ende kommt er auf 32, 32, aber 32 Punkte ist krass. er hat in allen möglichen Varianten gescored. Er hat 6 von 7 Dreier getroffen. Er hat Filet-Layups gehabt. Ja. Er hat dazu, glaube ich, 4 Assists geschmissen. Hat am Ende eine Effektivität von 38. Und weißt du, was der ganze Scheiß an der Sache ist?
Er war nicht in meinem Fantasy-Team. Ja, hast du ihn wieder verkauft? Ja, ich hatte den nie. Ich hatte den nie. Weil er natürlich, ich hatte am Anfang den ja nicht in meinem Fantasy-Team, weil er verletzt war. Ich hole ja keinen verletzten Spieler, der mir keine Punkte bringt. So, aber ich habe seinen, den absoluten Superstar in der Mannschaft als mein Kapitän, Nikola Mirotic, den hatte ich. Und der musste aber in dem Spiel gar nicht so wirklich eingreifen, weil Maodolo diese Show geführt hat. Ja, also Career Night für ihn. Also ich glaube, Career High in der Euroleague von Punkten, Career High, was die Effektivität angeht, 38. Und sie haben am Ende das Spiel gewonnen, was noch viel wichtiger ist. Und das hat mich einfach so krass für den Typ gefreut. Dass, ey, ich hoffe so sehr, dass wir den mal in den Podcast bekommen, weil ich habe wenige Basketballer kennengelernt in meiner Karriere, die so, so auch ein krankes Mindset hat. Ja? Der ist echt so... Der hat so eine Weitsicht, der hat so eine Coolness. Ja. Der ist so ein Künstler so. Seine Mutter ist ja großer Künstler und er ist halt einfach so ein Künstler auf dem Feld, ja. Und ja, deswegen sage ich auch zum Beispiel bei den ganzen, diese Layups, die er manchmal da hat, ne? Du denkst dir, also eigentlich denkst du dir, was macht der da? Was ich meine, so weißt du, so wirklich so, irgendwie so ganz komisch, so irgendwie. Shuffle von unten irgendwie so ganz komisch hoch an dem Brett rein und also, aber das sieht, das, also, wenn ich oder du das machen würdest, würde es halt Glück heißen. So, was macht ihr? Ihr brecht euch die Arme. Aber ihm ist das halt, sieht das aus wie Kunst. Deswegen, ich weiß nicht, ob das halt cool ist, wenn man ihn dann so nachmacht, aber bei ihm sieht das alles so, wenn er. Ja, bei ihm schaut das alles smooth aus. So. Ja, wenn er vom Kopf an startet, so diese ganze Bewegung, die er hat, so ne, egal was, Stepback, da in den Layup, das sieht alles so aus, weiß ich meine. Choc Güzel. Güzel würde man bei mir im Vierteljahr sagen. Ey, auf jeden Fall, ey, Alman MVP, Maodolo, Shoutout. Wenn du das hörst, ja, dann. Komm mal bitte hier in Pott rein, ja, richtig Bock, dass wir dich als Gast haben. Und weißt du was? Ich habe mir, weil ich finde Armani Mailand, ne, ich finde die Trikots ziemlich geil, die die haben, ne. Und nee, dann, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Ich bin ja, also wenn ich jetzt nicht so krank wäre, wäre ich ja morgen nach Mailand geflogen. Beziehungsweise heute. Wieso? Ist da Fashion Week? Muss er als Model arbeiten, oder was? Nein, Bruder, muss ja Dortmund. Ey, ja, nee, ich will da nur kurz sagen, das finde ich ziemlich krass. Armani Mailand, ne, also der Giorgio Armani sitzt ja da auch immer First Row. Ja. So, ne? Und auch die Trikots sind ja von Armani etc. Ja. Ja. Bin ich mal in den Fanshop. Die haben nämlich verfügbare Trikots, by the way. Runde das Ganze ja auch ab, ne? Gute Überleitung zum Ende unserer Sendung. Ey, da gibt's richtig geile Trikots, natürlich auch von unseren beiden Deutschen, Maodo und Joe Vogtmann, für 50 Flocken. 50 Euro, Alter, geil, oder? Laber mich nicht zu, jetzt schau, das muss ich jetzt mal schauen, ey. 50 Vielleicht. Euro, Mann. Ey, da sind die Falcons-Trikots hier in Nürnberg teurer, Alter. Leute, er ist in den Fanshop gegangen, hat 50 Euro gesehen und hat sich gesagt, Inflation, scheiße, ich habe zwei Kinder. Dann hat er direkt eine WhatsApp an Maodo geschrieben, ey, Bruder, mein Sohn, weiß, er ist ein Riesenfan, kriegt ein Trikot von dir, aber bitte in XL. Tatsächlich. Ja, würde ich den Move schon machen, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich muss ich den machen. Ich kenne dich doch, ey. Ja, nur ey, mal so, weißt du, nur mal so ein Randnotiz. Nur mal Randnotiz an unsere Zuhörer. Ich war ja mal vor, keine Ahnung, vor, irgendwann war ich ja in Nürnberg. Vor 2, 3, 4, 5 Wochen, keine Ahnung, wann das war. Und da war ich ja bei Basti beim Spiel. Und da sind wir zurückgefahren, ne, am nächsten Tag, weil Basti hier kommentieren musste in München und Familie besuchen. Wir saßen im Auto, sind beim Bäcker gewesen und dann erzählt er was von Inflation. So was kriege ich ja nicht so ganz mit, weil ich ja selten im Supermarkt und ich nie auf die Preise achte. Erzählst du, boah, ist wow. Ey, ich bin nie im Supermarkt, ich gehe nur essen, ich achte nicht auf den Leopold. Nein, was ist da los? So meine ich es nicht, aber mir fällt nicht auf, wenn er jetzt halt einfach so
so die Milch 40 Cent mehr kostet. So. Also, ja, weiß, ein ich normaler alles Verdiener auf. Wie mir fällt das halt auf. Pass auf, pass auf. Auf jeden Fall ist er da und meckert und oh, und das ist alles und die Einkäufe werden alles teurer und so. Ey, aber ich habe einfach keine Mühe gehabt, meinem Bäcker mein Portemonnaie zu zücken und gesagt, nee, das musst du trotzdem jetzt zahlen für mich. So, boah, mit Kaffee, Bäcker kostet 30 Euro jetzt alles. So, ja, was ist da los, Alter? Du, weißt du, was der Unterschied ist? Ja, und dann, halt? Wisst ihr, liebe Zuschauer, dann ist der John halt auch nicht so einer, wo ich sage, okay, willst du einen kleinen Cappuccino oder so? Nee, nein. Ich nehme den großen mit Hafermilch, ne? Und ja, die dann nochmal einen Euro extra kostet. Dem John sein Cappuccino hat 5 Euro gekostet. Willst du mich verarschen oder was? So, Leute, dem Basti Dorit und seiner Frau, das Besäufnis im Rodman hat 0 Euro gekostet. Da ist die Inflation auch nicht angekommen. Das kostet dir aber auch nichts. Was? Meinst du, ich klau die Ware oder was, du Vollidiot? Ja, gut, aber ey, wissen wir ja alle, was in der Gastro für Margen sind, ne? Ja, Inflation, Bruder, nicht mehr so wie viel. Ja, Inflation. Zahlst, würdest du 17 Euro für den Gin Tonic zahlen? Ah, für den guten? Aber nicht bei dir. Ey, aber, liebe Zuhörer. Das sind die besten Freunde. Das sind die besten Freunde, ne? Weißt du, bei mir immer sagen so, ey, Bruder, komm hier, voll teuer. Und dann ziehen die weiter und dann siehst du in der nächsten Story, wo die halt wieder Flaschen aufmachen, die Arschlöcher. Aber ich ziehe nie weiter. Also wenn ich bei dir bin, ziehe ich nie weiter. Bin ich nicht in der Lage. Machen wir mal die Sendung zu das Anheben der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Ja, Nee. Sonst kriegst du richtig Hals. Ja, kenne ich dich ja. Also richtig Krawatte. Meine Frage. Abschlussfrage. Komm, du musst ins Bett. Ich sehe das doch. Du musst ins Bett. Abschlussfrage. Du musst ins Bett. Es ist 10.20 Uhr. Ich muss gleich zum Dreh. Abschlussfrage. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob wir das Thema aufmachen sollen oder nicht. Ja. Aber er ist ein Lieblingsspieler von dir bei der WM gewesen. Josh Giddey. Oh. Digga. Es ist noch nichts. Also es ist noch nicht raus, was jetzt wirklich da ist. Aber angeblich hat Josh Giddey eine Beziehung, glaube ich? Oder nein, angeblich hatte er was mit einer Minderjährigen. Mit einer 15-Jährigen. Also, jetzt ist die Frage, so, weil du ja viel mit den jüngeren Spielern halt abhängst. Also, jetzt bin ich gespannt, was du sagen möchtest. Ey, aber sind die mittlerweile die Generation, die jetzt ganz jung ist, sind die wirklich so? Denken die, das kommt, sowas würde nicht rauskommen oder was soll ich meine? Ja, man müsste ja eigentlich meinen, dadurch, dass die ja mit diesen ganzen Mediendinger aufgewachsen sind, ne, und genau, viel näher dran sind. Ich glaube, das Bild wurde ja, glaube ich, auf Snapchat oder so von Josh Giddey und der Minderjährigen. Wenn sie der Minderjährig war, ne, du sagst, es ist noch nichts bewiesen, dann sollte man eigentlich meinen, dass sie den Umgang besser checken. Deswegen. Aus der Ferne, ey, ich bin gar nicht so, so Skandaldinger bin ich immer so ganz schlecht, beschäftigen mich nicht so. Aber deswegen kann ich mir eigentlich vorstellen, dass, also wenn die wirklich minderjährig ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so dumm ist und dann damit ein Foto mit sich machen lässt, ne, das dann irgendwie gepostet wird. Also andererseits, guck mal, das ist ja schon 3, 4, 5 Tage her, ne? Wenn die nicht minderjährig wäre, dann hätten die schon längst was gepostet. Hätte man die Fresse von der Alten und ihn und sagt so, hey, was wollt ihr? Wir sind ein Paar. So, weiß ich meine, hier, ich bin 21 oder, keine Ahnung, oder 18. Also da, ich glaube, 18 geht es halt, weil in den USA ist man erst ab 21, kann man halt saufen und so. Aber ab 18 ist es halt so wie hier, ist man nicht mehr so ganz minderjährig. Dann wird man doch ganz schnell das halt alles lösen. So, ne? Ich frage mich nur manchmal so, wie das in der Generation passieren kann, so, ne, vor allem, wo alles öffentlich ist. Und es ist jetzt nicht so wie damals bei, wir hatten ja auch mal so einen Skandal hier in Deutschland mit Franck Ribéry, dass er eine 17-Jährige ist, kommst, aber ich sage jetzt nicht, dass es geil ist und so weiter und so fort, ich will das nicht verharmlosen, aber es war eine 17-jährige Escort-Mädel, also er hat eine Escort-Agentur angerufen und die war 17, also. Da kann man ihn noch ein bisschen so in Schutz nehmen. So.
Aber halt da, ich meine, du weißt doch, dass sie in Highschool ist, wenn die das halt wirklich so ist, weil sonst, ich kann mir nicht erklären, warum es bis jetzt nicht aufgeklärt ist. Und deswegen frage ich mich, was geht in den jungen Köpfen der Leute los? So, und gerade weil ich es auch gegoogelt habe, gab es bei YouTube auch noch andere so Sachen, halt so im Support mit Gilbert Arenas, wofür die ganzen Leute halt, die ganzen jungen Leute, was die halt machen, dass die keine Betreuung haben, wofür die ganze Scheiße das Geld ausgeben. Ich meine, er hat ja auch gesagt, bei uns gab es früher kein Social Media, aber das weiß ja jetzt jeder. Und was machst du jetzt zum Beispiel als Captain, als älterer Spieler? Achtest du auf deine Jungs jetzt hier oder was die halt machen? Weil du manchmal in unseren Gesprächen sagst auch, ey Digga, die sind teilweise wirklich so überlebensunfähig, weil die halt, keine Ahnung, weil die wahrscheinlich halt so wie beim Fußball nur sich auf Sport konzentrieren, aber im Fußball hast du wenigstens also richtige Betreuung, so weißt du, ich meine. Ich weiß nicht, wie das im Basketball ist oder wie sowas passieren kann. Ja, wie das bei dem passieren kann, keine Ahnung. Am Ende des Tages, ich meine, sind wir mal realistisch. Ja. Ja? Gehst du irgendwo feiern, hast irgendwas mit einem Mädel, lässt du dir vorher einen Ausweis zeigen? Ja, Moment, aber ja. Da könnte ich das auch noch verstehen, weil vor allem in den USA kann man erst ab 21 feiern gehen. Aber ich habe jetzt mal ein paar Bilder gesehen, das waren ja mehrere in verschiedenen Situationen. So. Ja, keine Ahnung. Das eine Mädels hat über per Snapchat noch geschrieben, so just fuck with Josh Giddy. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es halt ein schwieriges Thema. Ich sage auf jeden Fall meinen Jungs so, dass man natürlich aufpassen muss, aber ey, die sollen auch trotzdem Spaß haben. Dafür ist man jung. Ja. Aber es muss halt alles seine Grenzen haben. Ne? Also wo ich ja immer ich sage immer, Jungs, wenn ihr feiern geht, wenn ihr was trinken geht, fahrt kein Auto mehr. Ja. Weil das einfach auch schon ein Unterschied zwischen Deutschland und Amerika ist. Ich meine, in Deutschland kann einfach jeder einfach so angehalten werden. In Amerika brauchen sie ja in den Staaten eigentlich immer einen Grund. Ne? Also da musst du ja dann irgendwie Schlangenlinien fahren etc. Die finden oder schon du bist, Gründe. Oder du bist nicht weiß. Ja, ist natürlich auch ein Grund. Das ist aber schon ein bisschen unterschiedlich hier. Das sage ich denen auf jeden Fall immer. Und also schnäuz bitte noch weiter ins Mikrofon. Das ist sorry. auf jeden Fall dann halt bei dem Thema mit den Mädels. Ich glaube, wenn halt wirklich dir ein Mädel dumm kommen will und dich irgendwie verarschen will, dann findet es eh Mittel und Wege. Ja? Also sind wir mal ehrlich. Und am besten ist es einfach beim Feiern nicht drauf zu schauen, okay, ey, irgendwelche Weiber abzugraben, sondern geh feiern, mach mit deinen Jungs und dann triff dich mit den Mädels irgendwie auf dem Kaffee und ey, lern erstmal die ein bisschen besser kennen, weil das ist, glaube ich, so, ne, dann kriegt man ja auch ein Gefühl dafür. Das ist, was die Doritz Live zwischen 19 und 21 nicht beim Feiern abschleppen, sondern beim Kaffeetrinken abschleppen. Ist natürlich nicht ganz realistisch, diese Vorstellung. Ja. Aber wie gesagt, ey, ich habe jetzt auch kein. Ich werde jetzt meinen jungen Spielern da auch nicht sagen, so, ey, ihr sollt nicht feiern gehen und ihr sollt nichts irgendwie, schaut kein Mädchen an, ja. Keine Ahnung. Bei Josh Giddy, da denke ich mir halt so, ey, Digga, du stehst so krass in der Öffentlichkeit. Ja. Keine Ahnung, Mann. Da musst du eigentlich besser beraten sein. Da musst du besser drauf aufpassen, aus meiner Sicht. Ey, aber keine Ahnung. Wo die Liebe hinfällt, keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten da erstmal drauf achten, was jetzt da noch bei rauskommt. Genau. Ich finde es auch interessant, dass sie ihn nicht schützen und dass sie ihn nicht schützen, sondern auch, dass er weiterspielt während diesen Skandals. Ne? Das ist schon interessant. Keine Ahnung, wir haben jetzt eine Stunde voll, du musst zum Drehen. Wie sind genau. Anyway, ich hole jetzt ein paar Dr. Peppers, aber es ist, glaube ich, mal eine interessante Geschichte, was Leute mit ihrem Geld halt ausgeben, vor allem Dings, weil ich habe, wie gesagt, ich habe da jetzt ein paar Podcasts gesehen und das ist auch ein paar interessante. Nehme ich mal für die nächste Woche mit, zum Beispiel, wie schwarze junge Spieler das Geld ausgeben. Wie andere das Geld ausgeben, auch interessante These, wo die gesagt haben, die Schwarzen investieren in die Vergangenheit und die Weißen investieren in die Zukunft, hat halt Gilbert Arenas, und da waren halt nur Blackies dort in dem Podcast, weil
in Form von die Leute mit dem, also die ganzen, die Schwarzen haben halt einfach die zahlen Mama ein Haus, Oma ein Haus, weil die den Anspruch haben, dass die das geschafft haben, obwohl er das Talent hat. Und das kenne ich auch persönlich bei so vielen. Und bei den weißen Europäern haben die gesagt, die investieren für die nächste Generation und die nächste Generation, dass die nicht mehr arbeiten müssen. Weißt du, Zukunft und Vergangenheit. Aber interessant, Digga, nehme ich beim nächsten Woche mal mit. Ich muss jetzt mal so langsam zum Dreh. Ich werde mir ein paar Dr. Peppers mitnehmen und vielleicht, gut, dass du mich erinnerst, werde ich da angehen und sagen, hey, ich bin nicht nur der Manager, sondern ihr könnt mich auch sponsern. Ja, mach das mal, Junge. Mach das. Danke dir mal, lieber. Ich wünsche dir viel Spaß, ja. Werde gesund, mein Freund. Hört sich nicht gut an. Sorry. Liebe Zuhörer, bis nächste Woche. See ya. See ya. In your face.